behindert. Ah. Der müsste aber passen, jawohl. So. Mal nochmal schnell. Luftangriff! Boom. Ah, das war ja schlecht. Hab nur einen einzigen getötet. Ist ja lame. Gut, ihr könnt mich alle mal. Tschüss. Aus der Eisley-Kantine. Stande gesamt eine Menge. Dann kriege ich nochmal 200.000 dazu, wegen Dings. Nice. Wegen Minikit, genau. Dann kriege ich nochmal 100.000, das heißt, ich komme auf ziemlich genau 2 Millionen. Schön. 75 goldene Steine. Hammer. Boah. Oh, stimmt, mir ist gerade aufgefallen. Ich bin ja soweit jetzt auch schon mit dem fünften Film durch. Meine Fresse, geht das schnell. Lalalala. Und jetzt kommt natürlich immer noch unsere kleine Dings. Unser Ritual. Abschlussritual, wie man das ja schon leicht gewohnt ist, aber Dings, egal. Hier, Bonus, den mache ich später, ne, nur dass hier Charakterbonus und Minikit-Bonus auf Hot, bla bla bla. Die Superstory kommt nochmal ganz zum Schluss, und zwar Story, und zwar Film für Film. Oh, das. Komm, Luke Jedi. So. 3 von 3 goldenen. So, dann kann man ja auch mal direkt gucken, was denn hier vorne so steht. Da fehlen nur noch 2 goldene. Und das sind die Extra-Dinger. Und diese 6 komischen blauen Dinger. Ich habe keine Ahnung, was das wird. Bin ich mal gespannt. Da erstelle ich mir auch bald ein. Ich glaube, eine stelle ich mir jetzt sogar schon mal. Die Haare. Kein Helm, es ist lame. Aber vielleicht nehme ich einen Hut. Was ist das hier? Müll. Gibt's denn nicht vielleicht eine... Oh, geil, Afro. Huch. Was ist das denn, ey? Ist das eine Kapuze oder sowas? Hm. Später gibt's auf jeden Fall eine Kapuze, aber erstmal noch nicht. Leider. Dann nehme ich erstmal... Ah, ne, Helm ist auch kacke. Hm. Irgend so eine Standardfriese, glaube ich, irgendwie so. Also kein Afro, das sieht lame aus. Lange Haare auch nicht. Nämlich da sowas. Was denn für ein Gesicht? Einen schwarzen? Nee. Huch. Ah ja, Akbar. Oh nein, bloß nicht. Geil, super stylisch. Was haben wir denn noch für Waffen? Blaster, so eine Pistole. Das Ding. Schön sowas hier. Die Arme. Rot. Die Hände. Habe ich die noch nicht zweifarbig? Schade, dann schwarz. Umhang natürlich auch schwarz. Oberteil. Das ist Vader, glaube ich. Wo ist es denn? Wo ist es denn?
Gegner sind langweilig. Nein. Nicht wirklich. Da ist es ja. Hier natürlich. Beziehungsweise nicht natürlich, aber hier mache ich auch diesen schönen roten Gürtel. Und. Ja. Neuer Name. Gremda. Neun. OE RC. La 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 la. Huch. Schön. Der ist Merk. Huch, nein, Hilfe. So. Nein, das war doof. Abbrechen. B. So. Jo. Gut. Dann gehen wir nochmal raus, machen das unser Ritual. Und ich bin auch schon hoch. Schön über der Zeit. Also etwas mehr als 2 Stunden. Das ist mal ganz gut. Um eben, wie gesagt, wie häufiger schon erwähnt, die. Ja, wie eben häufiger schon erwähnt. Bisschen Puffer für die Folgen zu haben. Sonst sind die durchschnittlich kürzer als 9 Minuten oder so, weil wenn man exakt hat, man kann nicht immer exakt auf 10 Minuten schneiden. Deshalb. Ist das ein bisschen praktischer, wenn man eben etwas überzieht. So, ums. So, und hier kriegen wir jetzt auch noch mal ein bisschen Geld, ein bisschen mehr Geld sogar. Das bringt aber ziemlich Kohlen. Das mal 4, da kommen ein paar tausend raus, das ist immer ganz geil. Boah, Himmelherrgott, war das viel. Komm. So. Ach ja. 75 von 160. Ja gut, das ist eh. Glabas Palast, Verrat über. Ach, hier sind sie ja. Slave 1. Wolkenwagen. X-Wing oder X-Wing, whatever. TIE-Abfangjäger. Schneegleiter. AT-AT. Genau, das ist der AT-AT und das andere ist ein ATTE, glaube ich. Und da fehlt noch ein bisschen was. Das wird, glaube ich, auch irgend so ein TIE-Ding. Keine Ahnung, mal schauen. Gut, dann gehen wir wieder rein. Na, du Wurmpratte. Wie gesagt, gehen wir jetzt rein und holen uns noch einen schönen Hinweis. Mal schauen, wie viele Prozent. 47,2. Pam. Hinstellen. Hinweise. Und unglaubliche ein... Ups. Oh, wir haben schon fast alle. Scheiße. Die Jedi-Anzeige erscheint in jedem Level oben auf dem Bildschirm. Fülle sie auf, indem... Du die, indem du Lego-Steine sammelst, aber pass auf, du verlierst Steine, wenn du stirbst. Ja, da steht schon wieder Sterben. Und das ist der Zeitpunkt, wo ich das Spiel, das alte, aushole. Und es ist ab 6. So. Gut, dann würde ich mal sagen, das
Das war Let's Play Lego Star Wars, die komplette Saga für den PC. Wir haben angefangen mit dem freien Spiel. In der nächsten Aufnahme werde ich dann mal chronologisch wieder vorgehen. Also 1, 2, 3, 4, 6. Schade, dass es nicht mit 4 angefangen hat, weil sonst hätte man nämlich das so machen können, dass erst die klassische Trilogie und danach die neue, also 1, 1, 2, 3. Aber egal. Gut, dann beende ich das jetzt hier erstmal wieder mit 75 goldenen Steinen von 160. 5 noch, dann haben wir die Hälfte. Und ja, wir sehen uns dann hoffentlich bei der nächsten Aufnahme. Bis dahin, tschaußen.